Fahrradfreunde, ich begrüße euch zu unserer nächsten Tour auf der Via Claudia Augusta, Etappe 3. Wir fahren heute nach Nauders. Das Problem der heutigen Tour wird sicherlich sein, dass die größte Steigung auf die letzten 10 Kilometer kommt. Ich hoffe, dass unsere Akkus das alles mitmachen. Wir werden einen kurzen Abstecher in die Schweiz machen und ich hoffe, das wird eine schöne Tour. Bleibt dran, bis später. Ja, nochmal ein Blick auf Landig hier. Pfingstsonntag früh um 8 ist Landig noch im Tiefschlaf. Jetzt geht's erstmal los. Auf geht's! Unsere Tour, die führt uns jetzt erstmal auf einem wunderschönen Weg hier dem Inn entlang. Den Inn werden wir heute eigentlich weitestgehend den ganzen Tag begleiten, bis wir dann irgendwann mal in Martina im Engadin in der Schweiz angekommen sind. Und dann haben wir dann unseren großen Auftritt mit den 11 Kernen nach oben. Ist das nicht Wahnsinn mit den Abfahrten? Traumhaft. Ja, auf diesen Radreisen trifft man immer wieder die gleichen Leute. Alle haben ja sicherlich ein ähnliches Ziel, manchmal nicht so weit. Ist schön toll. Ja, und hier ist der Inn in seiner vollen Schönheit. Jetzt wird's eng. Jojo, Augen zu und durch, oder? Ja. Augen zu und durch ist gut. Alles gut, oder? Ja, wir kriegen das hin, hä? Ja, aber danke schön. Ja, auf schmalen Pfaden gibt es auch immer eine Lösung. Das passt schon. Geht hier lang. Ja, jetzt müssen wir erstmal so ein Wasserkraftwerk mit einer Staustufe überwinden. Man fühlt sich ein bisschen wie Mäusekäfig hier. Ja? Das alles im Zickzack. Aber muss halt sein. Thank you.
Von da sind wir jetzt gekommen. Und da wollen wir hin, da hinten irgendwo. Immer den Inn entlang. Gut, dass es heute trocken ist. Wir haben jetzt schon viele Brücken gehabt, die mit diesen Holzbohlen sind, wie diese hier. Das ist bestimmt bei Feuchtigkeit wie Schmierseife. Muss man aufpassen. Ja, du hast grün, Meister. Was? Rechts? Ach, rechts muss man. Gut, okay, alles klar. Ja, stimmt. Heute sieht es auch ein bisschen bewölkt aus, hä? Wie immer werde ich in der Videobeschreibung unten meinen Komoot-Account verlinken. Dort gibt es dann weitere Infos zur Tour und die entsprechenden GPX-Dateien für das Navi. Wenn ihr keinen Film mehr verpassen wollt, dann abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Wenn euch die Filme gefallen, dann gebt einen Daumen, denn dann sehen wir, dass es für euch auch interessant ist, unsere Filme zu schauen und hilft dem Kanal. Wie immer, Berg hoch, rauf voraus. Aber dafür habe ich den Vorteil, den Berg runter, da bin ich am meisten schneller. Hier im Wald auf der rechten Seite. So, gerade jetzt die schöne Abfahrt hier am Inn entlang. Man hat es kaum gesehen. So, jetzt sind wir in Funz angekommen. Wir sind schon 31 Kilometer gefahren, also noch so circa noch 24 Kilometer vor uns. Und der schwerste Abschnitt, da kommt jetzt noch dann berghoch.
fahren erstmal in die Schweiz und dann zur Nobertöhe hoch. Aber jetzt gibt es erstmal ein Käffchen. Das haben wir uns verdient. Jetzt mal eine Brücke über den Inn, die ein Vordach hat, sieht man auch relativ selten. Ja, schön hier, Fahrradgelände, Parcours für die Kleinen, sieht man auch relativ selten. Ja, hier ist dann auch wieder ein Zeltplatz auf der linken Seite. So, laut dem Schild sind es noch 108 Kilometer bis nach Meran, was wir dann übermorgen erreichen werden. So, jetzt wird sie sichtbar, die Burg Altfinstermünz, die wichtigste alte Zollstation auf Tiroler Boden, bevor es in die Schweiz geht. Thank you.
Die Brücke befindet sich hier an der gleichen Stelle wie die alte Römerbrücke. Nur, dass der Weg der Via Claudia Augusta dann hier irgendwo den Berg hochging. Das geht natürlich heute nicht mehr und auch nicht mit dem Fahrrad. Wir müssen jetzt ein bisschen anderen Weg nehmen Richtung Martina in der Schweiz. Ich glaube, wir müssen jetzt noch einige Höhenmeter machen. Das wird ja immer steiler. Ich denke mir mal den schwersten Anstieg des Tages, den haben wir jetzt geschafft. Da laut Komoot sollen es ja 15% gewesen sein. Erstaunlicherweise habe ich diesen Abschnitt der Via Claudia Augusta bisher auf keinem Video gesehen, was ich mir bisher darüber angeguckt habe. Aber was soll es, bei uns seht ihr immer so die Tour, so wie sie ist. Da kann aber der Anstieg zur Norberthöhe dann auch nicht mehr so schwer sein. Das ist 120 Meter Höhe. Jetzt fahren wir so wieder runter, aber... Jetzt sind wir hier ungefähr auf 1120, 30 Metern. Jetzt fahren wir das Stück schon runter, um dann wieder nach Österreich zu fahren und dann die Norberthöhe in 1405 Meter zu erreichen, was unsere nächste Herausforderung sein wird. Wir sind noch in der Schweiz, aber mobilfunktechnisch sind wir noch Österreich. Jetzt sind wir Martina, jetzt verlassen wir gleich die Schweiz wieder. Da könnten wir ja vielleicht noch mal hinfahren.
Also Martina gehört jetzt nicht zu den Orten, wo hier der Teufel los ist. Da werden wir uns jetzt lieber auf das Abenteuer Norberthöhe stürzen. 6 Kilometer Bergabenteuer pur. So, wir haben jetzt die erste von den 11 Kehren bis hoch. Mal sehen, ob das aufgehalten oder frustrierend ist. Ja, da sind wir schon bei Kehre 10. Ja, gerne. Die da hinten werden sie am besten ein bisschen auf der Wiese rumchillen. Kehre 3. Kehre 2. Allerdings ist diese Strecke jetzt nicht so anstrengend wie vorhin von Altfinstern Münz nach Martina, wo diese 15% waren. Das ist zwar hier sehr langwierig, aber auf alle Fälle machbar, das geht schon. Es gibt jetzt schon wieder die ersten Bebauungen. Ich denke mir mal, wir sind der Zivilisation schon wieder etwas näher gekommen. Und ich glaube, jetzt kommt gleich Kehre 1. Kehre 1. Sind die Kurven vorbei, jetzt fahren wir noch gerade berghoch wahrscheinlich. Da steht schon was von der Norberthöhe. Also kann ich mir ganz weit sehen. Ja, 1400 Meter zur Norberthöhe. Wir sind bei 1388 Meter. Geschafft. Wir sind oben auf 1405 Metern. Betriebsverein. Das ist ja klasse. Das ist schön. Das hatte ich jetzt so richtig erwartet, dass die jetzt zu haben. Ja. Hallo Fahrradfreunde, wir haben es geschafft. Nach 51 Kilometern sind wir jetzt hier auf der Norbertshöhe. Der Landgasthof, der hat leider geschlossen, wegen Betriebsverein. Ist für Pfingst natürlich ideal. Die Strecke war sehr anstrengend gewesen, vor allen Dingen die letzten Meter hier zur Norbertshöhe hoch hatten es doch ganz schön in sich. Auch von der Burg Vornstein zur Schweizer Grenze, die war auch sehr anstrengend gewesen, sehr steil. War eigentlich selbst mit dem E-Bike kaum zu schaffen. Aber wir sind hochgekommen. Jetzt haben wir noch ungefähr 3 Kilometer bis zu unserem Hotel und dann ist alles gut. Unsere Akkus sind relativ platt. Wir haben 500 Amperestunden Akkus. Ich habe jetzt noch 2 Striche und kann rein theoretisch noch 8 Kilometer fahren. Das würde sich zwar natürlich dann sicherlich auch noch ein bisschen auf flacher Strecke verbessern, aber wir wollen es ja nicht ausreizen. Ich hoffe, euch hat der Film gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt einen Daumen oder abonniert den Kanal. Und wir würden uns freuen, euch bei unserem nächsten Abenteuer wieder begrüßen zu dürfen. Eure Tourenradler. So, hier unten ist der Nauters.
So, jetzt haben wir unseren Zielort Nauters erreicht. Es war eine anstrengende Fahrt. Jetzt suchen wir noch unser Hotel und dann wird es bestimmt eine gute Nacht werden. Wir nächtigen heute im Hotel Tiroler Hof. Das haben wir ursprünglich nicht gebucht gehabt. Wir wurden gestern von unserem gebuchten Hotel informiert, dass das dort nicht geht und wir in den Tiroler Hof umgebucht worden sind. Mal schauen, wie das wird. Und auf alle Fälle eine Kissenschlacht können wir auf alle Fälle machen. Und es wird sicherlich eine gute Nacht werden nach der anstrengenden Fahrt.